Zinsen, 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 alles dreht sich an den Märkten um die Frage, wann sinken sie denn die Zinsen, wie oft werden sie sinken und je nachdem, wie die Erwartung der Märkte ist, was mit den Zinsen passiert, geht es nach oben, wenn die Zinserwartungen so sind, dass die Zinsen schneller fallen, früher fallen oder es geht eben nach unten mit den Märkten, wenn sich diese Erwartung nicht zu erfüllen scheint, wenn also die erste Zinssenkung weiter nach hinten geschoben wird, in Sachen März oder vielleicht sogar erst im Sommer einerseits und vor allem dann zweitens die Frage, naja, wie oft sinken denn die Zinsen? Also die Märkte sind total konditioniert, nicht zuletzt durch die Notenbanken, auf diese Zinsfrage. Klar, wenn Geld teuer ist, dann ist Liquidität teuer, die Aktienmärkte aber leben von der Liquidität. Dementsprechend ist das durchaus nachvollziehbar, dass es so ist, auch wenn natürlich das dann dazu führt, dass gute Wirtschaftsdaten im Grunde schlechte Daten sind, weil man sich sagt, naja, dann sinken die Zinsen nicht so und schlechte Daten, wie zum Beispiel gestern der New York Empire State Index, sogar gute Daten sind, weil man dann sagt, ja, super, dann können die Notenbanken früher die Zinsen senken. Schauen wir uns die Dinge mal an mit der Frage, ist jetzt die Party an den Aktienmärkten vorerst mal vorbei? Wir haben ja diese massive Rallye gesehen, dann schwacher Start ins neue Jahr, dann wieder Erholung, wieder Rallye. Jetzt wird es scheinbar wieder ein bisschen schwieriger, zumal heute die US-Einzelhandelsumsätze besser waren als erwartet. Also das Muster, gute Daten sind schlecht für die Märkte, mit plus 0,6% besser als die 0,4% erwartet. Vor allem hier die Bereiche Autos und Food Services waren stark dagegen. Benzin, also das, was die Leute tanken, wie viel Geld sie dafür ausgeben, das ist aufgrund der niedrigeren Benzinpreise weniger gewesen, aber es ist diese Zahl eben besser reingekommen als erwartet. Die Bank of America hatte sogar noch besser ausfallende Daten erwartet mit plus 1,2%, aber es hat gereicht, um so ein bisschen die Stimmung an der Wall Street zu verderben, zumal wir zuvor schon gesehen hatten, dass die Inflation in Großbritannien deutlich höher war als erwartet. Dann noch Aussagen von Lagarde dazu später und gestern eben die Aussagen von Waller. Und wenn hier diese Rate Cut Expectations, die Zinssenkungserwartungen nach unten gehen, dann gehen auch die Märkte nach unten und umgekehrt. Das ist also das Spiel, was derzeit an den Märkten passiert. Und jetzt gucken wir mal auf den März, dass die Fed im Januar, Ende Januar die Zinsen nicht senkt. Das gilt als klar, das ist Konsens, aber offen ist eben diese Märzfrage. Und letzte Woche hatten wir noch eine über 80-prozentige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Fed im März bereits die Zinsen senken wird. Dann kam aber gestern Waller. Und eben jetzt die Einzelhandelsumsätze, sodass die ganze Geschichte jetzt fast eine 50-50-Entscheidung zu sein scheint. Und Zero Hedge bemerkt hier ganz treffend, ja, die Fed will eigentlich nicht signalisieren, dass sie im März schon die Zinsen senkt, aber sie könnte vielleicht dazu gezwungen sein, weil diese Reverse Repo Volumina immer weiter nach unten gehen. Dazu läuft dieses Bank Term Funding Program aus, also dieses Programm, womit sich Banken ein bedingungsloses Grundeinkommen sichern. Also dann könnte es sein, dass die Fed gar nicht mehr anders kann, als eben die Zinsen zu senken. Aber wir werden sehen, wie es ausgeht. Jedenfalls hat jetzt nicht nur Waller, sondern auch andere Fed-Speaker haben klargemacht, ja, also so schnell schießen die Preußen nicht. Wir werden nicht wie in früheren Zinssenkungszyklen die Zinsen senken. Aber die Märkte wollen dagegen halten, wollen sagen, wir sind doch der Boss, wir treiben euch doch. Nicht wir sind getrieben durch euch, sondern wir treiben euch. Wir wollen, dass ihr die Zinsen senkt. Mal sehen, ob wer da die Oberhand behält. Das ist nach wie vor die offene Frage. Wird natürlich auch auf die Konjunkturdaten dann ankommen. Inflationsdaten, Arbeitsmarktdaten, Konjunkturdaten insgesamt. Aber wir sehen hier diese Bloomberg-Headline. Stocks drop as solid economic data lift US Yields, also die Renditen steigen, dazu gleich mehr. Wir sehen hier auch in dieser Grafik den VIX, der nach oben auszubrechen scheint. Und das ist insofern interessant, als ja heute VIXpiration ist, also ein VIX-Kontrakt läuft aus. Die sind ja monatlich, diese VIX-Kontrakte, Future-Kontrakte. Und es ist oft so, dass wenn das passiert, dann die Volatilität weiter anzieht. Viele
Und in den USA ist das ein Volkssport. Die shorten den Wix, das klappt oft gut. Und wenn dann allerdings dieser Kontrakt ausläuft, dann muss man irgendwann glattstellen. Das sorgt für Nachfrage in den Wix-Futures, also praktisch viele Käufe, weil die ihre Short-Positionen eindecken. Dadurch geht die Vola nach oben. Wenn die Vola nach oben geht, dann sehen die Handelssysteme, oh, die Volatilität geht nach oben. Und die sind so programmiert, rauszugehen aus Märkten, wenn die Volatilität deutlich steigt, und reinzugehen in Märkte, wenn die Volatilität fällt. Also das ist Mechanik im Prinzip, die wir hier sehen. Und das Zweite, was ich angesprochen hatte, das waren die Renditen. Hier sehen wir die 10-jährige Anleiherendite ist aus ihrem Abwärtstrend ausgebrochen und der S&P 500 droht aus seinem Aufwärtstrend, den wir seit Ende Oktober ja haben, auch auszubrechen, aber nach unten. Also die haben eine negative Korrelation normalerweise, steigende Renditen ist fallende Aktienmärkte und umgekehrt. Heute haben wir gesehen, dass die 2-jährige US-Staatsanleihe deutlich gestiegen ist. Das ist ja die Anleihe, die von der Fed oder die sehr stark mit am stärksten auf die Fed-Politik reagiert oder auf die Zinserwartungen reagiert, während eine 10- und eine 30-jährige Anleihe eine viel längere Zeitperspektive hat. So oder so ist es so, dass ja eigentlich Konsens an den Märkten war, ja, die Renditen werden fallen, weil die Inflation fällt und weil die Notenbanken die Zinsen senken. Das war noch im Dezember, haben überragend viele gesagt, so viele wie noch nie, dass die Renditen eben fallen werden. Und was passiert? Es passiert dann meistens eben genau das Gegenteil. Also das wird sehr wichtig sein zu beobachten, ob die Renditen weiter steigen. Wenn die Renditen fallen, Aktien rauf und umgekehrt. Alles das, nochmal zurückgehend auch zu den US-Einzelhandelsumsätzen, deutet darauf hin, dass die Amerikaner hier vor allem auf Pump hier konsumieren. Die Kreditausfallrückstellungen bei Banken, wie ein Kommentator hier schreibt, wie auch bei den großen Retailern, sind deutlich gestiegen. Und er fragt sich, wie lange der amerikanische Konsument mit seinen Kreditkarten noch Realitätsverweigerung finanzieren kann und dass er von den Kreditgebern toleriert wird, zumal eben viele junge Konsumenten ja noch nie die Erfahrung gemacht haben mit hohen Zinsen und vor allem mit dem Zinseszins. Effekt, wenn ich heute zum Beispiel konsumiere und das auf Kreditkarte mache und zahle dafür dann Zinsen auf meine Kreditkartenschulden von über 20%, was ja derzeit in den USA der Fall ist, dann ist das ein Zinseszinseffekt, der mich ganz schnell aus der Kurve schießt. Aber natürlich dann auch diese Zinssenkungsfantasien, die steigen, die lassen diesen Konsum auch steigen, heizen diesen Konsum an. Wenn die Leute lesen, ja, die Zinsen werden doch sinken, dann denkt man, ja gut, dann werden meine Kreditschulden auch perspektivisch weniger verzinst, also kann ich wieder mehr konsumieren. Das sehen wir schon zum Beispiel bei den Hypothekenanträgen in den USA, die deutlich gestiegen sind. Die Stimmung am Immobilienmarkt wird wieder deutlich besser. Eben all das eine Reflexion darauf, was da passiert ist mit lange fallenden Renditen, mit den Aussagen von Jerome Powell, dass man über Zinssenkungen nachdenke. Das gilt auch für den Euroraum hier übrigens. Wir sehen hier auch die Zinserwartungen im Euroraum deutlich nach unten gegangen, nachdem Lagarde auch heute nochmal gesagt hat, also vor dem Sommer wird es wohl nichts mit den Zinssenkungen. Erst wenn die Inflation auf 2% fällt oder man sicher ist, dass das passiert, dann werde man beginnen, die Zinsen zu senken. Schauen wir uns mal hier die Heatmap an aus den USA. Wie sind die Aktienmärkte gelaufen? Wir sehen S&P alle im Minus, am stärksten wieder die Small Caps, am wenigsten noch der Dow Jones. Auch die Big Tech Aktien im Minus, vor allem Tesla, dazu gleich mehr. Aber auch eben eine Apple ist im Minus und Tesla, das macht natürlich absolut Sinn, denn Tesla senkt nicht nur in China die Preise, sondern jetzt eben auch in Deutschland und Europa. Man hat offenkundig ein Nachfrageproblem. Und warum fällt die Aktie? Klar, wenn Tesla die Preise senkt, dann geht das auf die Marge. Die Marge wird ja immer schlechter bei Tesla, weil man eben gezwungen ist, aufgrund dieses Nachfrageproblems die Preise zu senken. Das ist ein Teufelskreis. Und hier fragt MarketWatch zum Beispiel auch, in Sachen China, vielleicht sind Apple und Tesla nicht mehr die Safe Investments, weil eben die Sorgen über China zunehmen. Und gucken wir uns mal diese Magnificent Seven an, dann sieht man ganz klar, Apple und Tesla stehen am schlechtesten da. Auch ein Punkt könnte China sein, aber ich denke, es ist nicht nur China, während die anderen Magnificent Seven Aktien, also alle
nach wie vor einen intakten Aufwärtstrend haben, ist das bei Apple und Tesla nicht mehr so klar. Und nochmal zurück zu Tesla. VW überholt jetzt Tesla auch als größten Autohersteller in Deutschland. Also, da ist man vielseitig unter Druck bei Tesla. Dann Elon Musk, der ja gesagt hat, also ich will mehr als doppelte Anteile an Tesla haben, sonst kann ich mir vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Da sucht jemand offenkundig schon den Absprung. Ein anderer versuchte abzufliegen, nicht abzuspringen, und zwar mit seiner Boeing 737, nämlich der Außenminister, US-Außenminister Blinken, aber das gelang nicht, nachdem diese Boeing mal wieder ein Problem hatte. Wir sehen heute Boeing dennoch, trotz dieser neuen Hiobsbotschaft, da fallen ja mal Türen aus dem Flugzeug, Geld, das passiert halt, aber da kann ein Außenminister nicht abheben. Boeing heute trotzdem im Plus, erstaunlicherweise. Naja gut, seit Jahresbeginn ist es da auch schon um 25% nach unten gegangen für diese Aktie. Und seit Jahresbeginn geht es auch für viele Aktien nach unten. Und gestern war es ja nur Big Tech, einige Big Tech-Aktien wie Nvidia, die das Ganze schöner haben aussehen lassen, als es faktisch war. Wenn wir uns hier mal den NIMO anschauen, also die Aktien, die steigen, minus die Aktien, die fallen an der New York Stock Exchange, dann haben wir hier einen Wert von minus 85. Damit sind wir überverkaufter bei den meisten Aktien, als wir es im Oktober tief waren. Möglich also, dass da durchaus mal was nach oben kommt. Ganz im Gegensatz, was in China passiert, vor allem beim Hang Seng. Der hat nicht nur ein 52-Wochen-Tief gemacht, nicht nur den größten Verlust in über einem Jahr erzielt, sondern es ist da in Hongkong auch keine einzige Aktie gestiegen in dem Hang Seng Index. Also das hat es nicht mal 1987 bei dem Crash in den USA gegeben. Da ist eine Aktie sogar gestiegen und hat ein neues Hoch gemacht. Also man sieht, wie die Dinge hier ganz schön ausgebombt sind. Irgendwann wird da eine massive Gegenreaktion kommen. Die Frage ist nur, wann ist das Messer weit genug gefallen, bis diese Gegenreaktion kommt. Aber nochmal zurück zu Europa. Zurück zu der Zinsfrage, zurück auch in die USA. Denn hier hat der Lagarde in Davos auch gewarnt, ja, also die Inflation könnte wieder steigen wegen dieser ganzen Geschichte mit den Houthis im Roten Meer. Jetzt sehen wir immer mehr Artikel dazu, hier unten auch bei CNBC. Ja, das könnte die Inflation schüren. Die Einzelhändler sollten jetzt anfangen, Lagerhaltung wieder aufzubauen. Und hier sehen wir mal den Verkehr im Suezkanal, tiefster Wert seit 2021, als damals dieses Schiff Ever Given sich ja querlegte und den Suezkanal blockierte. Manche sagen hier, die Märkte übersehen das, die sehen die Risiken nicht, die davon ausgehen. Maersk hat jetzt nochmal in Gestalt ihres CEOs auch gewarnt, das könnte Monate dauern und viele Schiffe, die nach wie vor im Roten Meer unterwegs sind, die senden Botschaften, oh, wir haben nichts mit Israel zu tun. Also das ist schon ein ziemlich trauriges Spiel, was da passiert. Die USA haben jetzt die Houthis als terroristische Gruppe wieder eingestuft. Das hatte damals Donald Trump schon gemacht. Biden hatte es aufgehoben. Jetzt macht man es wieder. Das wird allerdings erst in 30 Tagen wirksam. Damit könnte man dann Finanzierungen stoppen etc. etc. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Heute eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Rede von Javier Milei, dem neuen argentinischen Staatschef in Davos. Der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Wir haben ja jetzt die Tendenz, vor allem in Deutschland, immer mehr wird vom Staat dirigistisch entschieden, Heizungsgesetz, wir entscheiden, welche Heizung du einbaust etc. Und hier ein flammender Appell, sehr hörens- und lesenswert und sehenswert von Milei in Sachen, naja, wir tun uns damit keinen Gefallen, denn der Sozialismus hat noch nie irgendwo wirklich funktioniert, sondern der sorgt nur dafür, dass die Allgemeinheit ins Elend geht, auch wenn dann alle gleich elend sind, bis auf die Herrschenden, die dann noch etwas wohlhabender sind. Erste Empfehlung, absolut finde ich bemerkenswert, diese Rede. Und die zweite Empfehlung nochmal Lagarde. Was sagt sie genau? Wie ist es mit den Zinsen? Eben die entscheidende Frage, die die Märkte nach oben oder nach unten treibt. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus, ciao.